Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 1. Die Fragestunde, Drucksache 19/5460. Wir beginnen mit der Frage, historisches Datum, Frau Kollegin Geis, 900. Sie haben das Wort. Wo ist sie? Ja, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie erfolgt die Erarbeitung eines landesweiten fächerübergreifenden Curriculums zum Aufbau von Medienkompetenz hessischer Schülerinnen und Schüler auf der Basis des in der KMK-Strategie definierten Kompetenzrahmens? Ich muss noch bitten, die Regie versuchen zu machen, dass die Lautsprecher etwas lauter sind, denn momentan war nicht erkennbar, dass er überhaupt an ist. So, die Antwort hat der Kultusminister. Bitte schön. Frau Abgeordnete Geis, die Strategie der Kultusministerkonferenz Bildung in der digitalen Welt hat einen Kompetenzrahmen mit Kompetenzen definiert, der die Schülerinnen und Schüler für eine selbstbestimmte Teilhabe an der digitalen Gesellschaft erwerben soll. Nach dieser Strategie der KMK verpflichten sich die Länder dazu, dafür Sorge zu tragen, dass alle Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2018/19 in die Grundschule eingeschult werden oder in die Sekundarstufe 1 eintreten, bis zum Ende der Pflichtschulzeit die in diesem Rahmen formulierten Kompetenzen erwerben können. Der Aufbau dieser Kompetenzen soll fächerintegrativ erfolgen. Das heißt, die Fachcurricula werden dahingehend überprüft werden, welche Beiträge die einzelnen Unterrichtsfächer hinsichtlich des Kompetenzrahmens bereits leisten und welche Anforderungen gegebenenfalls noch ergänzt werden sollen. Hessen wird dafür in einem ersten Schritt ein curriculares Unterstützungsinstrument für Schulen erarbeiten, das Anknüpfungspunkte und Bezüge für den Aufbau der jeweiligen Kompetenzen des KMK-Kompetenzrahmens in den einzelnen Fachcurricula aufzeigt. Zusätzlich soll es auf Unterrichtseinheiten und Materialien verweisen. Dieses Instrument wird durch die Hessische Lehrkräfteakademie erarbeitet und soll den Schulen ab dem Schuljahr 2018/19 zur Verfügung stehen. Dankeschön. Frage 903, Frau Abgeordnete Özgüven. Ich frage die Landesregierung, wie sieht der Zeitplan für Sanierungsbeginn und Sanierungsende der Erwachsenenpsychiatrie am Universitätsklinikum in Marburg aus? Herr Staatsminister Rhein. Ja, verehrte Frau Abgeordnete Özgüven, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, verehrte Frau Abgeordnete Özgüven, ich muss Ihnen das jetzt nicht explizit erläutern, weil Sie sind Expertin auf dem Gebiet von UKGM, aber trotzdem will ich es der Vollständigkeit halber sagen. Bei der in Rede stehenden Baumaßnahme handelt es sich ja nicht um eine Baumaßnahme des Landes, sondern um eine des Universitätsklinikums Gießen und Marburg, die sie durchführt in eigener Verantwortung und auch realisiert mit eigenen Mitteln. Und Sie hatten mich schon einmal in einer der letzten Plenarsitzungen gefragt nach dem Zeitplan für Baubeginn, Bauende und Einzug in den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marburg. Und ich kann Ihnen heute im Grunde genommen auch dann in Ergänzung Ihrer aktuellen Frage zur Erwachsenenpsychiatrie zu beidem eine aktuelle Antwort geben, nämlich dass das UKGM davon ausgeht, dass der Bau der Kinder- und Jugendpsychiatrie im kommenden Jahr beginnen wird und dann nach maximal 3 Jahren fertiggestellt sein kann, sein soll, aufgrund entsprechender Baufreiheit, die dann entsteht und aufgrund entsprechender auch, ich sage mal, technischer Umstände, soll sich dann anschließen die Baumaßnahmen für die Sanierung der Erwachsenenpsychiatrie. Und die könnten danach frühestens im Laufe des Jahres 2020 beginnen, weil sie sich eben anschließen. Und die Schätzung des UKGM geht von einer Bauzeit von 2,5 bis 3 Jahren aus, sodass die Sanierung dann bis 2023 abgeschlossen sein könnte. Ja, danke schön. Da kommt die Frage 905, Herr Abgeordneter Yüksel. Ich frage die Landesregierung. Drücken Sie einfach mal Ihr Knöpfchen, damit ich weiß, welches Mikrofon Sie haben. Danke. Jetzt. Ich frage die Landesregierung, wie viele inklusive Schulbündnisse bestehen derzeit und wo? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Yüksel, der aktuelle Stand der inklusiven Schulbündnisse stellt sich wie folgt dar.
Die erste Tranche, die im Schuljahr 2016-17 gestartet ist, befindet sich jetzt im ersten Durchführungsjahr und besteht aus 23 Schulbündnissen. Davon befinden sich zwei im Schulamtsbezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt, fünf im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis, drei im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis, acht im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis, zwei im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis und die Stadt Kassel und vier im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Land-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg. Die zweite Tranche, die jetzt zum Schuljahr 2017-18 gestartet ist, plant und strukturiert sich zurzeit im Implementierungsjahr und besteht vorläufig aus 36 inklusiven Schulbündnissen. Im Implementierungsjahr können die geplanten Zuschnitte der Schulbündnisse überdacht und angepasst werden, was auch zu einer Veränderung ihrer Anzahl führen kann. Von diesen 36 inklusiven Schulbündnissen befinden sich fünf im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt, zwei im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis, zwei im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis, sechs im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Land-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg, fünf im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Marburg-Biedenkopf, sechs im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Offenbach und die Stadt Offenbach am Main, sechs im Bezirk des Staatlichen Schulamts Rheingau-Taunus-Kreis und Landeshauptstadt Wiesbaden und vier im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Schwalm-Eder-Kreis und den Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die dritte und letzte Tranche startet zum kommenden Schuljahr 2018-19 und wird nach vorläufiger Planung 27 inklusive Schulbündnisse bilden. Von diesen werden sich voraussichtlich vier im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis, sechs im Bezirk des Staatlichen Schulamts für die Stadt Frankfurt am Main, drei im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Fulda, sechs im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis, drei im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Landkreis und die Stadt Kassel und fünf im Bezirk des Staatlichen Schulamts für den Main-Kinzig-Kreis befinden. Nächste Frage, Frau Abgeordnete Löber. Ich frage die Landesregierung, in welchen Regionen in Hessen wird bzw. wurde das digitale Antennenfernsehen DVB-T abgeschaltet und nicht durch DVB-T2HD ersetzt? Herr Staatsminister Windermeyer. Frau Abgeordnete Löber, zur Beantwortung Ihrer mündlichen Frage habe ich zuständigkeitshalber den Hessischen Rundfunk, das Zweite Deutsche Fernsehen und auch die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien um Stellungnahme gebeten. Die mündliche Frage lässt sich auf Grundlage der Stellungnahmen wie folgt beantworten. Bei der Umstellung des digitalen Antennenfernsehens auf den neuen DVB-T2HD-Standard ist es gelungen, die Flächenversorgung in Hessen weitgehend zu erhalten und die Versorgung in den Bereichen Kassel und Darmstadt sogar zu verbessern. Hier ist jetzt der Empfang mit einer kleinen Zimmerantenne möglich. Das Sendegebiet der privaten Programme wird erstmals auf die Region Nordhessen ausgedehnt. Es werden neue Senderstandorte in Kassel in Betrieb genommen, in Südhessen auch in Darmstadt. In der Rhön werden die Sender des Bayerischen Rundfunks und des Hessischen Rundfunks zusammengelegt. An der westlichen Grenze von Hessen wird der Senderstandort Angelburg ab dem 25. April 2018 ersatzlos außer Betrieb genommen. Das bisherige Versorgungsgebiet des Senders Angelburg wird schon heute weitestgehend durch den Sender auf dem Großen Feldberg sowie den Sender Rimberg mit DVB-T2HD abgedeckt. Der Aufbau und Betrieb neuer DVB-T2-Sendeanlagen an diesem Standort wäre mit weniger als 5.000 tatsächlich betroffen in Haushalten im Lichte der Einsparvorgaben der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten KEF ökonomisch nicht sinnvoll und realisierbar. Im Falle etwaiger weiterer technischen Detailfragen sind wir, die Staatskanzlei, gerne bereit, geeignete Ansprechpartner beim Hessischen Rundfunk, beim ZDF oder in der Landesanstalt für privaten Rundfunk in Hessen zu benennen. Zusatzfrage, Frau Löber. Okay. Sehen Sie es nicht so, dass man terrestrisches Fernsehen auch im Katastrophen- und Notfall
benötigen würde für Informationen, da Internet, Mobilfunk dann nicht immer gewährleistet sind, um Informationen weiterzugeben? Herr Staatsminister Windermeier. Frau Abgeordnete Löber, diese Frage sehen wir ähnlich. Allerdings wissen Sie, dass gerade bei entsprechenden Katastrophenfällen der Rundfunk auch entsprechend genutzt werden kann. Und da ist eine Vollabdeckung in Hessen gegeben. Zusatzfrage, Herr Dr. Wilken. Herr Windermeier, haben Sie Kenntnis darüber, welche Kosten auf die Verbraucher durch die Umstellung zugekommen sind und ob es da in Einzelfällen Probleme gegeben hat, dass Zuschüsse zum Beispiel von öffentlichen Stellen beantragt worden sind? Herr Staatsminister Windermeier. Herr Abgeordneter Wilken, das ist mir aktiv nicht bekannt. Das könnten wir Ihnen höchstens durch Nachfrage bei den Anstalten, die dafür zuständig sind, das hatte ich betont gehabt, in Erfahrung bringen. Ich weiß jedenfalls, dass wir und auch die Landesanstalt für privaten Rundfunk in Hessen bei der Verbreitung von DVB-T2 HD auch darauf achtet, dass Gebiete bestrahlt werden, in Anführungsstrichen, die vielleicht auch nicht unbedingt besonders interessant sind. Wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass bei dem Wechsel von DVB-T1 zu DVB-T2 für das Land Hessen im Vergleich zu anderen Flächenländern in Deutschland nach Auskunft auch der Ingenieure von HR und der LPR Hessen alles in allem gut verlaufen ist und es auch ohne größere Versorgungseinbußen vonstatten gegangen ist. Und die Region, ich sagte es bereits, Nordhessen-Kassel, kommt sogar erstmals neu in den Genuss, neben den öffentlich-rechtlichen auch private Programme über DVB-T jetzt zukünftig empfangen zu können. Zusatzfrage, Frau Kollegin Löber. Wäre es nicht gerade in einer strukturschwachen Region, wie es unter anderem in Angelburg ist, sinnvoll, dass man da auch von Seiten der Landesregierung schaut, dass der Sender Angelburg nicht nur abgeschaltet wird, sondern eben auch durch DVB-T2 HD ersetzt wird, um gerade in dieser infrastrukturschwachen Region weiter terrestrisches Fernsehen zu ermöglichen? Herr Staatsminister Windermeier. Da die hessische Landesregierung nicht entscheidet, wo DVB-T2 angeboten wird, sondern das, wie ich bereits vorhin ausführte, der Hessische Rundfunk, das zweite deutsche Fernsehen und auch unter Zuhilfenahme der Landesanstalt für privaten Rundfunk, kann ich diese Frage Ihnen in Zuständigkeit nicht beantworten. Frage 909, Herr Abgeordneter Bauer. Ich frage die Landesregierung, welche Fahndungsergebnisse wurden im Rahmen der Kontrolltage mobile Kriminalität, die vom 24. bis 26. Oktober diesen Jahres im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen durchgeführt wurden, erzielt? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, beachtliche, Dankeschön, beachtliche Erfolge. Ziel der länderübergreifenden Kontrolltage mobile Kriminalität vom 24.10.2017 bis 26.10.2017 im Bereich Südhessen war die Bekämpfung der Eigentums- und Straßenkriminalität. Flächendeckende Kontrollen des Individualverkehrs sowie des nationalen und internationalen Kleinbusverkehrs führten neben der Festnahme von Straftätern insbesondere zur Aufhellung täter- und deliktsbezogener Dunkelfelder. Neben zahlreichen hessischen Einsatzkräften waren auch Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei, der Zollbehörden sowie insbesondere Fahnderinnen und Fahnder aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern beteiligt. In der Spitze waren täglich bis zu 140 Kontroll- und Ermittlungskräfte eingesetzt. Schwerpunktmäßig wurden auf südhessischen Bundesautobahnen sowie angrenzenden Bundesstraßen mobile Kontrollen durchgeführt. 155 vorläufige Festnahmen, 3 Haftbefehle, 35 Verstöße gegen Betäubungsmittelgesetz, 10 Verstöße gegen das Waffengesetz, 12 Fälle von Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch sowie
7 Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und ein Fall wegen Widerstands gegen die Einsatzkräfte belegen beeindruckend die Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen. Insbesondere konnten 12 Tatverdächtige festgenommen werden, die aufgrund ihrer gezeigten Professionalität bei der Tatbegehung bzw. der bei ihnen aufgefundenen Spezialwerkzeuge sowie der vorliegenden polizeilichen Erkenntnisse vermutlich der organisierten Eigentumskriminalität zugerechnet werden. Rund 40 Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen und im Zusammenhang erhobene Sicherheitsleistungen sowie 22 Blutentnahmen wegen Verdachts des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel und Alkohol haben auch zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Moral beigetragen. Also ich bleibe dabei, beachtliche Erfolge. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Herr Staatsminister Beuth, verbunden auch mit meinen herzlichen Glückwünschen zu Ihrem, wenn ich das richtig verstanden habe, 35. Geburtstag. Jedenfalls hatte der Präsident sowas angedeutet, mit der Hälfte und so. Die Frage verbunden, warum denn diese Aktion entgegen der vorherigen diesmal nicht öffentlich im Vorfeld publik gemacht wurde? Herr Staatsminister Beuth. Es gibt unterschiedliche Kontrolltage. Es gibt Kontroll- und Fahndungstage, die wir im Zuge, ich sag mal, weitestgehend der Eigentumskriminalität, also Aufdeckung, Wohnungseinbruch, Diebstahl und so weiter, gemeinsam mit unseren Partnerländern machen, die ich eben genannt habe, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, mit denen wir eine Kooperation haben. Das ist sozusagen eine Zielrichtung auf die Wohnungseigentumskriminalität. Es gibt aber auch Fahndungs- und Kontrolltage unter dem Gesichtspunkt Verkehrssicherheit, die wiederum dann, wenn es insbesondere darum geht, dass vermehrt Geschwindigkeitskontrollen gemacht werden und so weiter, dort im Zuge unseres normalen polizeilichen, auch aufklärenden Handelns gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern natürlich angezeigt ist, das vorher auch breit publik zu machen. Frage 915 wurde von der Fragestellerin zurückgezogen. Frage 916, Herr Abgeordneter Di Benedetto, bitte. Ich frage die Landesregierung, wann wird sie den bereits mehrfach angekündigten Integrationsplan vorlegen? Herr Staatsminister Büttner. Herr Abgeordneter, der Integrationsplan ist vom hessischen Kabinett verabschiedet worden. Er wird nächste Woche der Integrationskonferenz vorgestellt. Dankeschön. Dann kommen wir zur Frage 917, Frau Abgeordnete Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wann wird sie die Verordnung zur Zulassung von Anbietern für Betreuungs- und Entlastungsleistungen in Hessen vorlegen? Herr Sozialminister Güttner. Frau Abgeordnete, die Verordnung wird Anfang 2018 vorgelegt werden. Zusatzfrage, Frau Kollegin Dr. Sommer. Das freut uns zu hören, aber ich habe eine Zusatzfrage. Warum hat es so lange gedauert, diese Verordnung für Betreuungs- und Entlastungsleistungen zu erstellen? Denn die sind ja durch die Bundesgesetzregelung seit 01.01.2015 verankert worden. Herr Staatsminister Güttner. Die zugelassenen Träger, die bisher eine entsprechende Zulassung hatten, konnten diese Angebote bereits anbieten, ohne dass es dieser Verordnung bedarf. Insofern war Hessen kein Raum, in dem es keine haushaltsnahen Unterstützungsleistungen gegeben hat. Die Verordnung ist sehr umfänglich ausgefallen, weil sie unterschiedliche Sachverhalte umfasst und musste intensiv mit den Beteiligten diskutiert werden. Dafür ist sie meines Erachtens ausgesprochen gut geraten. Frage 918, Frau Abgeordnete Hartmann. Frage die Landesregierung. Gibt es statistische Daten darüber, wie oft und an welchen Untersuchungsstellen langfristig durch das Sozialministerium vergebene Termine zum Mammographie-Screening aufgrund defekter Geräte nicht eingehalten werden können? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, beginnend möchte ich klarstellen, dass nicht das Hessische Ministerium für Soziales und Integration für die Terminvergabe des Mammographie-Screenings zuständig ist, sondern die Terminvergabe durch die zentrale Stelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen erfolgt. Daher liegen mir auch keine Daten, wie oft und an welchen Untersuchungsstellen Termine zum Mammographie-Screening aufgrund defekter Geräte nicht eingehalten werden konnten, nicht vor.
habe allerdings bei der Kassenärztlichen Vereinigung nachgefragt. Sie hat mir mitgeteilt, dass auch der Kassenärztlichen Vereinigung entsprechende Daten nicht vorliegen. Über die zentrale Stelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung werden wöchentlich für die 23 Mammographieeinheiten in Hessen etwa 10.000 bis 14.000 Einladungen an hessische Frauen zwischen 50 und 69 Jahren verschickt. An den 23 Einrichtungen, darunter 17 feste und 6 mobile Einheiten, ist jeweils mindestens ein Mammographiegerät für die Untersuchung der Frauen genehmigt. Verantwortlich für die Standorte sind die sogenannten programmverantwortlichen Ärztinnen und Ärzte, die mit der Screening-Untersuchung und damit auch für die technische Ausstattung der eingesetzten Geräte nach den Krebsfrüherkennungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses und der Anlage 9.2 der Bundesmantelverträge vertraglich betraut sind. Insofern ist auch festzustellen, ich verkürze das jetzt, dass es schon das ein oder andere unvorhergesehenen Ausfall von Geräten gegeben hat. Die Kassenärztliche Vereinigung hat mitgeteilt, dass ca. 1 bis 2 Tage mit der Instandsetzung zu rechnen ist oder innerhalb von 1 bis 2 Tagen, weil mit den Herstellern der Geräte entsprechende Verträge abgeschlossen worden sind. Es gab lediglich in Offenbach, wo auch sonst, zwischen dem 4.2.2016 und dem 30.4.2016 so starke technische Probleme, die nicht sofort behoben werden konnten. Deshalb ist dort ein mobiles Gerät eingesetzt worden, um Rückstände abzuarbeiten. Und ein neues Gerät wurde dann in Betrieb genommen und damit auch eine Reorganisation der dortigen Stelle vorgenommen. Frau Kollegin Hartmann, bitte schön, Zusatzfrage. Gibt es statistische Daten darüber, wie oft prozentual die Geräte ausfallen? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, ich habe, denke ich, gerade ausgeführt, dass die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt hat, dass ihr solche Daten nicht vorliegen. Insofern liegen sie mir auch nicht vor. Dann komme ich zur Frage 919, Frau Abgeordnete Ravensburg. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Einführung des deutschen Sprachdiploms 1-Pro? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Ravensburg, mit der Einführung dieses deutschen Sprachdiploms in der Fassung 1-Pro wurde ein wertvolles Qualitäts- und Evaluationsinstrument für ältere Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen zur Verfügung gestellt. Es eröffnet begabungsgerechte Anschlussmöglichkeiten und ist in Hessen zu einem bedeutenden Zertifikat und gewissermaßen zur sprachlichen Eintrittskarte, insbesondere von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern ohne Schulabschluss, für den Übergang in die duale Ausbildung oder weitere Anschlussmöglichkeiten geworden. Im ersten Durchgang kann Hessen mit 759 Absolventinnen und Absolventen aus 37 teilnehmenden Schulen im bundesweiten Vergleich die höchsten Teilnehmer- und Absolventenzahlen vorzeigen. Um genau zu sein, 7 Bundesländer nahmen bereits im Jahr 2017 am DSD 1-Pro teil. Im Jahr 2018, dafür haben bereits mindestens 10 Bundesländer ihre Teilnahme signalisiert. Aber von den 2.997 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die 2017 in diesem ersten Durchgang beim DSD 1-Pro dabei waren, stammte ein Viertel aus Hessen. Hessen nimmt damit in diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein und hat für die Umsetzung dieser Maßnahme auch eine Landesprogrammleiterin an den beruflichen Schulen zur Verfügung gestellt. Zudem übernimmt das Land die Prüfungskosten und qualifiziert in 7 Fortbildungsmaßnahmen die beteiligten Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache. Der hohe Zuspruch der Maßnahme zeigt, dass die Landesregierung mit ihrem Vorhaben für den nächsten Durchgang im Jahr 2018 eine flächendeckende Ermöglichung des DSD 1-Pro in Hessen zu gewähren auf dem richtigen Weg ist. Frau Kollegin Ravensburg, Zusatzfrage. Herr Minister, welche Ergebnisse wurden im Prüfungsdurchgang 2017 denn erzielt? Herr Minister, Prof. Dr. Lorz. Ja, Frau Abgeordnete, ich habe auch die Einzelaufschlüsselung hier. Wir haben von den Gesamtteilnehmern, da gibt es das höhere Diplom im Bereich B1 fürs DSD 1-Pro. Das haben in Hessen 34% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht. Zum Vergleich, die bundesweite Quote liegt da lediglich bei 28%.
Das Diplom auf der niedrigeren Stufe, also Sprachniveau A2, haben 38% der hessischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht. Das waren bundesweit 31%. Wenn man das zusammennimmt, dann sieht man, liegen wir um etwa 5 Prozentpunkte höher, was die Erfolgsquote unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer anbetrifft, als der Bundesdurchschnitt. Und nochmals Frau Kollegin Ravensburg. Herr Minister, wie viele der 84 Intensivklassenstandorte, die wir an hessischen beruflichen Schulen haben, nehmen inzwischen an diesem deutschen Sprachdiplom denn teil? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete, wir hatten jetzt im ersten Durchgang im Jahr 2017 37 Schulen, die teilgenommen haben. Und für nächstes Jahr, ich sagte, wir wollen es flächendeckend anbieten, haben sich alle 84 Intensivklassenstandorte an beruflichen Schulen für die Fortbildung zur Teilnahme an DSD 1 Pro angemeldet. Zusatzfrage, Herr Kollege Schwarz. Wie viele Prüflinge werden für den nächsten Durchgang voraussichtlich erwartet? Herr Kultusminister. Herr Schwarz, wir rechnen für den nächsten Durchgang mit ungefähr 5.000 Prüflingen für das DSD 1 Pro. Also das wird ein richtiger Sprung nach vorne werden. Und Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Herr Kultusminister, wenn Sie sagen, dass 38% der Beteiligten das Diplom erhalten haben, ist dann damit zu verstehen, dass 62% es nicht erhalten haben oder nicht bestanden haben? Verstanden. Trotz Abitur. Herr Kultusminister. Ja, Frau Abgeordnete Geis, ich darf korrigieren. 38% haben das Diplom auf Sprachniveau A2 erreicht. Dazu kommen 34%, die das Sprachniveau B1, also das entsprechende Diplom, erreicht haben. Das muss man zusammenzählen. Das heißt, bei 759 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben 540 eines der beiden Diplome erreicht. Auch hier zum Vergleich die bundesweite Zahl. Bei 2.997 Teilnehmern insgesamt haben bundesweit die lediglich 1.779 eines der beiden Diplome erreicht. Das war diese Frage. Jetzt kommt die Frage 920. Frau Abgeordnete Ravensburg. Ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen ergreift sie zur Unterstützung und Entlastung der Grundschulen? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Ravensburg, zur Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitungen an Grundschulen haben wir ein Maßnahmenpaket geschnürt, das 5 Hauptmaßnahmen umfasst. Und von den Anstrengungen zur Gewinnung qualifizierter Lehrkräfte sowie dem Ausbau und der Fokussierung laufender Projekte und Vorhaben auf den Grundschulbereich flankiert wird. Außerdem darf ich hinzufügen, dass zum 1. August 2017 die regelmäßige Wochenarbeitszeit für die hessischen Beamtinnen und Beamten auf 41 Stunden verringert worden ist. Für Lehrkräfte, das schließt die Grundschullehrkräfte mit ein, ist allerdings keine besondere Entlastung, jetzt nur für Grundschullehrkräfte. Aber für Lehrkräfte bedeutet das eine Reduzierung um eine halbe Pflichtstunde für die unter 50-Jährigen. Zu dem Maßnahmenpaket im Einzelnen. Wir stellen ab dem 1. Februar 2016 den Grundschulen 400 Stellen für unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte zur Verfügung. Und auch hier darf ich vielleicht hinzufügen, dass weitere 300 Stellen dann ab dem 1. August auch für die Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte an weiterführenden Schulen vorgesehen sind. Aber es bedeutet eben, wir geben mehr als die Hälfte dieser zusätzlichen Unterstützung in die Grundschulen. Die zweite Maßnahme betrifft die Anhebung der Besoldung der Konrektoren. Nachdem im Jahr 2014 bereits die Besoldung der Schulleiterinnen und Schulleiter an den hessischen Grundschulen angehoben wurde, folgt nun als zweite Stufe die Anhebung von mehr als 900 Stellen von Konrektoren in den Schulleitungsteams der Grundschulen. Und außerdem erhalten kleine Grundschulen in der Größenklasse 81 bis 180 Schülerinnen und Schüler erstmals eine Konrektorenstelle als stellvertretende Schulleiter. Die dritte Maßnahme besteht in zusätzlicher Unterstützung durch Stärkung der Schulberatung und Schulpsychologie. In den 4 Kooperationsverbünden der staatlichen Schulämter werden 24 zusätzliche Stellen für Schulberatung und Schulpsychologie geschaffen. Dabei wird es um eine verstärkte Beratung und Begleitung der Grundschulen im Hinblick auf Fragen der Schulleitung und relevante Führungsthemen wie Personalentwicklung, Schulentwicklung, Schulorganisation und Arbeitsprozesse gehen.
Darüber hinaus werden wir die schulpsychologische und anlassbezogene Beratung in den Grundschulen ausbauen und durch zusätzliche Angebote aus den Bereichen Fortbildung, Beratung und Schulevaluation durch Schulberater ergänzen. Als vierte Maßnahme verdoppeln wir die Mittel für die Fortbildung und Beratung von Schulleiterinnen und Schulleitern hinsichtlich der Steuerung von Schulentwicklungsprozessen. Konnten bislang rund 70 Schulen pro Jahr unterstützt werden, können künftig 140 Schulen jährlich von dem Fortbildungsangebot profitieren. Und als fünftes und letztes möchte ich schließlich nur noch darauf hinweisen, dass wir wertvolle Anregungen bereits zu diesem Maßnahmenpaket dem neuen Praxisbeirat Grundschulen verdanken, den wir auch zu diesem Zweck eingerichtet haben, uns wirklich Rückmeldungen und Ideen aus der Praxis für die weitere Unterstützung unserer Grundschulen zu geben. Und er wird uns auch weiter beraten. Kultus läuft. Zusatzfrage, Kollege Degen. Herr Kultusminister, Sie haben die, ich glaube, 400 Stellen für Sozialpädagogen angesprochen, die zum 1. Februar die Grundschulen entlasten sollen. Meiner Kenntnis nach wird der Haushaltsplan, der diese Stellen ja überhaupt erst schafft, vermutlich erst im Januar beschlossen. Deshalb meine Frage, wann beginnen die Bewerbungsgespräche und gehen Sie davon aus, diese Stellen auch zum 1.2. wirklich besetzen zu können? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, Sie haben natürlich vollkommen recht. Solange dieses Hohe Haus den Haushaltsplan nicht endgültig verabschiedet hat, steht das natürlich unter Haushaltsvorbehalt. Aber das muss die Schulen ja nicht daran hindern, bereits Kontakt mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern aufzunehmen, auch entsprechende Gespräche zu führen, sodass ich davon ausgehe, dass diese Stellen dann sehr zügig direkt nach der Verabschiedung des Haushaltsplans hier auch endgültig besetzt werden können. Dann rufe ich auf den die Frage 921, Herr Kollege Schwarz. Ich frage die Landesregierung, welches Ziel verfolgt sie mit der Errichtung des Praxisbeirats für die Grundschulen? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Schwarz, in der Tat, da ich die Frage gesehen habe, konnte ich eben die fünfte Maßnahme etwas kürzer halten, die Einrichtung des Praxisbeirats für die Grundschulen. Aber auch dieser Praxisbeirat, wenn ich noch einmal darauf zurückkommen darf, ist Teil eines Maßnahmenpakets, das das Ziel verfolgt, die Grundschulen und ihre Lehrkräfte und Schulleitungen noch besser zu unterstützen und soweit möglich auch zu entlasten. Er setzt sich zusammen aus Schulleitungen, Ausbilderinnen und Ausbildern und der Schulaufsicht in den staatlichen Schulämtern. Und mit der Einsetzung dieses Praxisbeirats möchte die Hessische Landesregierung zum einen ihre besondere Wertschätzung für die wertvolle Arbeit aller dieser Berufsgruppen zum Ausdruck bringen und vor allen Dingen aber gemeinsam eben mit Schulpraktikern geeignete Maßnahmen und hilfreiche Impulse zur Unterstützung unserer Grundschulen beraten und vorbereiten. Viele Ideen entstehen erst im Austausch mit den Menschen, die mit den kleinen und großen Herausforderungen im Schulalltag konfrontiert sind. Und der Praxisbeirat ist daher für uns ein Instrument, vielfältige Erfahrungen in die konzeptionelle Arbeit an schulfachlichen Fragestellungen einzubinden. Ich darf vielleicht auch hinzufügen, dass wir nicht zuletzt durch die guten Erfahrungen, die wir mit dem Praxisbeirat im Bereich der Flüchtlingsbeschulung gemacht haben, dazu motiviert worden sind, ein solches Instrument eben jetzt auch als Impulsgeber für den Bereich der Grundschulen ins Leben zu rufen. Zusatzfrage, Kollege Degen. Herr Kultusminister, hat denn der Praxisbeirat auch Ihnen Anregungen gegeben, die Sie nicht umsetzen? Herr Kultusminister, Prof. Dr. Lörth. Herr Abgeordneter Degen, wir diskutieren ein breites Spektrum von Themen in diesem Praxisbeirat. Und natürlich ist noch nicht jede Idee, die in diesem Praxisbeirat geäußert worden ist, hat bereits ihre Umsetzung erfahren. Aber wir haben beispielsweise mit der Schaffung der Stellen für die sozialpädagogischen Fachkräfte eben die Impulse aufgegriffen, die uns auch signalisiert worden sind, dass das die höchste Priorität haben sollte. Und wo sich eben in diesem vom Zeitablauf heuer auch eine gute Möglichkeit ergab, dass jetzt noch in die Beratungen über den Doppelhaushalt 2018-19 einzuspeisen. Frage 922, Herr Abgeordneter Schwarz. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie Eltern, Schülerinnen, Schüler und Schulen bei der Entscheidungsfindung beim Übergang von der Grundschule an weiterführende Schulen? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Schwarz, der Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule ist für Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern natürlich ein besonders wichtiger Schritt. In der Jahrgangsstufe 4 treffen die Eltern die Entscheidung über den Bildungsgang ihres Kindes in der Mittelstufe.
Zur Unterstützung der Schulen und auch hier in Zusammenarbeit mit Schulpraktikern, da haben wir übrigens die nächste Idee, die im Praxisbeirat diskutiert worden ist, hat das Hessische Kultusministerium daher ein Informationspaket zusammengestellt, das ich am 8. November 2017 hier in Wiesbaden auch vorgestellt habe. Wir wissen, der Beratungsbedarf von Eltern beim Übergang auf die weiterführenden Schulen ist groß. Daher ist es wichtig, dass Eltern umfassend über die unterschiedlichen Bildungsgänge und verschiedenen Schulformen informiert werden und dass das Verfahren zum Übergang auf die weiterführende Schule in Bezug auf Grundschulempfehlung und Elternwahl nach einheitlichen Standards abläuft. Klar sein muss andererseits aber auch, dass der Übergang in der Praxis wesentlich von dem vor Ort bestehenden Schulangebot und den Kapazitäten der Schulen geprägt wird. Die Schülerverteilung liegt daher nach wie vor in den Händen der staatlichen Schulämter. Was wir getan haben, ist, wir haben Materialien entwickelt, mit denen Schulleitungen und Lehrkräfte in ihrer Tätigkeit unterstützt werden können. Der Einsatz dieser Materialien obliegt im Rahmen der diesjährigen Erprobung der Entscheidung der Schule selbst. Bei den Informationsmaterialien handelt es sich um Unterlagen, die den Grundschulen für den Elterninformationsabend, der nach der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses im ersten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 4 vor Beginn der Weihnachtsferien, also jetzt, stattfinden soll, zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wurde das Anmeldeformular für die weiterführenden Schulen landesweit vereinheitlicht. Die Informationen für Eltern bestehen damit zum einen aus einer Präsentation, die über die verschiedenen Bildungsgänge und Schulformen informiert und die auf Informationsveranstaltungen gezeigt werden kann. Dann einem Informationsflyer mit dem Titel Ihr Kind kommt in die weiterführende Schule, einem Informationsfilm über Bildungswege in Hessen und eben dem genannten einheitlichen Anmeldeformular für die weiterführenden Schulen. Ja. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Herr Kultusminister, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Können Sie denn feststellen, wie viel Geld für die Fertigstellung des Filmes und der Flyer ausgegeben wurde in diesem Zusammenhang? Herr Kultusminister. Also Frau Abgeordnete Geis, die Sachkosten kann ich Ihnen nicht aus dem Kopf beziffern. Das müssten wir nachschauen. Aber wir haben kein zusätzliches Personal für die Entwicklung dieser Materialien eingestellt. Also das wurde schon im Laufe oder sozusagen im Zuge der normalen Arbeit der daran beteiligten Institutionen entwickelt. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Herr Minister, wie erklären Sie sich, dass der bildungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion von all diesen vielen Maßnahmen, von denen Sie hier gesprochen haben, noch gar nichts mitbekommen hat und Sie hier danach fragen muss? Herr Kultusminister. Abgeordneter Merz, ich glaube, wenn wir die Fragen, die hier in der Fragestunde gestellt werden, alle mal darauf analysieren würden, ob die sie stellenden Abgeordneten eigentlich die Antworten schon kennen müssten, dann würden sich die Fragestunden, glaube ich, ganz erheblich reduzieren. Das gilt aber ausdrücklich auch für die Fraktionen der Opposition. Aber ich glaube, das ist jetzt alles erschöpfend beantwortet. Wir kommen zur Frage 923. Herr Kollege Pfaff-Greifenhagen. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie den Erfolg des schulischen Gesamtsprachförderkonzeptes, das in Hessen verfolgt wird? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Pfaff-Greifenhagen, das ist auch eine schöne Gelegenheit, um aber auch den Wert von mündlichen Fragen noch einmal herauszuarbeiten. Denn aufgrund der Perspektive, die mündliche Frage vermittelt, gibt es die Gelegenheit, bestimmte Dinge auch einfach mal im Zusammenhang darzustellen, die sonst immer nur punktuell auftauchen. Konkret zu der Frage. Alle wissenschaftlichen Studien belegen, dass die Sprachkompetenz in der jeweiligen Bildungssprache die entscheidende Hürde für den schulischen Erfolg von Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungshintergrund ist. Das etablierte schulische Gesamtsprachförderkonzept zur durchgängigen Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Herkunftssprache ist daher zentraler Referenzpunkt aller Maßnahmen, um eine begabungsgerechte schulische Förderung zu ermöglichen. Seine Bausteine reichen von den freiwilligen Vorlaufkursen für schulpflichtig werdende Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse im Jahr vor der Einschulung bis hin zu den im Schuljahr 2015/16 eingeführten Intensivklassen an beruflichen Schulen, also die sogenannten InteA-Klassen, Integration durch Anschluss und Abschluss, über die wir ja auch in der letzten Plenarsitzung schon ausführlich debattiert haben. Diese Intensivklassen sind, um das noch einmal zu wiederholen, für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ab einem Eintrittsalter von 16 Jahren gedacht.
im schulischen Bereich profitieren von dieser abgestimmten Sprachförderung Schülerinnen und Schüler, wenn sie also von den Vorlaufkursen bis zum Ende der möglichen InteA-Maßnahmen gehen, im Alter zwischen 5 und 22 Jahren. Diese Angebote in Hessen etabliert zu haben, ist ein großer Erfolg. Herr Kollege Pfaff-Greifenhardt, Sie haben das Wort. Welche Aussagen können über Hessen im Vergleich zu anderen Bundesländern getroffen werden? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter, wir können auf jeden Fall sagen, dass Hessen in diesem Punkt eine echte Vorreiterfunktion hatte. Das zeigt sich insbesondere an dem Instrument der Vorlaufkurse, die eine Erfolgsquote von 94% aufzuweisen haben und an denen jetzt seit ihrer Einführung bereits 125.000 Kinder teilgenommen haben. Das sind Zahlen, die einfach, weil wir das schon am längsten machen, von keinem anderen Bundesland erreicht werden können. Und ich denke, die Vorlaufkurse stehen daher exemplarisch für das Erfolgsmodell, das unser Gesamtsprachförderkonzept insgesamt verkörpert. Und um das noch einmal zu untermauern, möchte ich Ihnen vielleicht eine andere Zahl nennen, die sich jetzt zugegebenermaßen nicht auf den Vergleich der Bundesländer bezieht, sondern auf Hessen. Aber wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass im Schuljahr 1999/2000 in Hessen noch weit über 20% der ausländischen Schülerinnen und Schüler bzw. der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund die Schule ohne Abschluss verließen und dass es im Schuljahr 2014/15, das sind die letzten validen Zahlen, noch 8% waren, dann glaube ich, spricht das Bände. Wobei uns auch diese 8% natürlich vor die bleibende Herausforderung stellen, dass wir dann unseren Anstrengungen nicht nachlassen dürfen, sondern sie noch weiter intensivieren müssen, denn wir wollen diese Quote natürlich noch weiter drücken. Aber dass die Entwicklung der letzten Jahre und eben auch im Vergleich zu den anderen Bundesländern zeigt, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist. Frage 924 übernimmt der Kollege Reul. 924, okay. Halt. Jetzt, Gott. Ich frage die Landesregierung, welche Bedeutung für die hessischen Schulen misst sie der Einrichtung des Kompetenzzentrums Schulpsychologie Hessen bei? Herr Kultusminister, bitte. Herr Abgeordneter Reul, für einen Abgeordneten Feilmann. Schulen sind, das wissen wir alle, mit komplexen Anforderungen und Aufgaben konfrontiert. Und um diese zu bewältigen, kommt der Schulpsychologie mit ihren Angeboten zur Beratung, Prävention und Intervention eine besondere Rolle zu. Das in den Räumen der Universität untergebrachte Kompetenzzentrum Schulpsychologie Hessen verbindet wissenschaftliche Expertise mit den Bedürfnissen der psychologischen Beratungspraxis für die Schulen vor Ort und leistet so einen besonderen Beitrag. Mit der strukturellen und fachlichen Anbindung an die Abteilung für pädagogische Psychologie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main können wir unsere Schulpsychologinnen und Schulpsychologen noch besser unterstützen und damit die Beratungsangebote für Lehrkräfte und Schulen zielgerichtet weiterentwickeln. Im Mittelpunkt der Arbeit des Kompetenzzentrums steht dabei die Qualifizierung der Psychologinnen und Psychologen und die Weiterentwicklung der schulpsychologischen Beratung. Daneben evaluiert das Kompetenzzentrum bei Bedarf laufende Präventions- und Interventionsprogramme. Schließlich wird auch der schulpsychologische Schwerpunkt zum Thema Migration und Beratung von Geflüchteten von dem neuen Kompetenzzentrum aus koordiniert, um Schulen noch besser bei der Integration der Geflüchteten beraten zu können. Damit dies gelingt, arbeiten im Kompetenzzentrum Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Hand in Hand mit Psychologinnen und Psychologen der staatlichen Schulämter an gemeinsamen Forschungsthemen und aktuellen schulpsychologischen Herausforderungen. Diese innovative personelle Zusammensetzung des Zentrums bietet sehr gute Bedingungen für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis, von dem beide Seiten profitieren können. Die unterschiedlichen Perspektiven, die in das Zentrum eingebracht werden, fördern den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die schulpsychologische Praxis. Sie begünstigen zugleich das Aufgreifen aktueller schulpsychologischer Fragestellungen durch die Forschung. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Herr Kultusminister, können Sie in dem Zusammenhang bitte noch mal darstellen, wie viele Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in Hessen arbeiten und dazu noch mal ausführen, ob Sie der Meinung sind, dass das zureichend ist? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Geis, das kann ich in der Tat beantworten. Aktuell sind im Landeshaushalt 106 Stellen für die Schulpsychologie vorgesehen.
Für das Haushaltsjahr 2018 sind weitere 8 Stellen für die Schulpsychologie im Zuge des Maßnahmenpakets für die Grundschulen, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, geplant. Das ist eine Rekordzahl. So viele Schulpsychologinnen und Schulpsychologen gab es in Hessen noch nie. Wir haben die Schulpsychologie bewusst aufgestockt, im Zuge natürlich auch der Reaktion auf die erhebliche Zuwanderung geflüchteter Menschen vom Herbst 2015 an. Und ja, wir haben das so kalkuliert, dass wir der Ansicht sind, dass das auch ausreichend ist. Aber wir beobachten natürlich die Situation. Und wie Sie allein in der kontinuierlichen Aufstockung der Psychologenstellen in den letzten 3 Jahren gesehen haben, behalten wir uns auch vor, selbstverständlich darauf zu reagieren und auch haushaltstechnisch nachzusteuern, wenn sich herausstellt, dass der Bedarf damit eben noch nicht gedeckt ist. Zusatzfrage, Frau Kollegin Faulhaber. Herr Kultusminister, könnten Sie auch sagen, wie das Verhältnis Psychologe zu Schülern ist? Also ein Psychologe zu wie vielen Schülern? Herr Kultusminister. Frau Faulhaber, da müssten Sie jetzt einfach die Zahl der Schülerinnen und Schüler nehmen und durch die Zahl der Psychologinnen und Psychologen teilen. Die exakte Zahl der Schülerinnen und Schüler habe ich jetzt allerdings nicht parat. Dann rufe ich auf die Frage 926, Frau Abgeordnete Alex. Wo ist sie da? Ist an. Ich frage die Landesregierung, übrigens mit aufrichtiger Neugier, welche Maßnahmen plant sie, um die weiterhin stark angespannte Parksituation an der Polizeihochschule Mülheim zu entschärfen? Herr Innenminister Beuth. Frau Abgeordnete, bisher standen der Hochschule für Polizei und Verwaltung Abteilung Mülheim folgende Parkplätze zur Verfügung: 120 Kfz-Parkplätze auf der bestehenden Liegenschaft, 90 Plätze für Studierende sowie 30 Plätze für haupt- und nebenamtliche Fachhochschullehrer, 10 Krafträderstellplätze und 40 Fahrradstellplätze. Seit dem 01.08.2017 stehen der Hochschule zusätzlich 300 Kfz-Parkplätze, 2 Krafträderstellplätze, 2 Kurzparkerstellplätze und 20 Fahrradstellplätze zur Verfügung. Die Park- und Stellplätze wurden auf dem Nachbargrundstück der Firma Emmer in Roland für 10 Jahre angemietet. Zusatzfrage, Frau Kollegin Alex. Können Sie bestätigen, was Anwohner sagen und wovon ich mich auch persönlich überzeugen konnte und auch Fotos machen konnte, dass die MAN-Parkplätze nicht genutzt werden, weil da der Pförtner an der falschen Stelle ist, es für die Schüler einen erheblichen Umweg bedeutet und dass sie deswegen dennoch in den Nebenstraßen parken? Herr Innenminister. Frau Abgeordnete, Ihre Fotos kenne ich nicht. Aber wenn Sie mir mal zeigen wollen, dann schaue ich sie mir gerne an. Mit den Anwohnern habe ich ehrlicher. Ja, sie hat das so angedeutet, dass sie Fotos hat. Dann würde ich mir die auch anschauen, selbstverständlich. Und mit den Anwohnern habe ich ehrlicherweise auch nicht gesprochen. Ich gehe aber davon aus, dass es hinreichend ist, dass wir Parkplätze zunächst mal ausweisen. Aber ich will Ihre Anregung, die Studierenden darauf noch mal besonders hinzuweisen, gerne aufnehmen. Frau Kollegin Alex, noch ein Zusatz. Die Fotos können Sie natürlich gerne haben. Ich möchte Sie einmal fragen, was Sie glauben, was es für einen Eindruck auf die Bevölkerung macht, wenn gerade Polizeischüler sich offensichtlich an keine Regeln halten. Herr Innenminister. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Polizeischüler sich selbstverständlich an die geltenden Parkregeln halten, aber dass sie am besten noch die für sie vorgesehenen Parkplätze nutzen, das will ich gerne sozusagen über die Leitung der Hochschule noch mal an die Studierenden vermitteln. Frage 927, Herr Abgeordneter Krüger. Ich frage die Landesregierung, der Bau welcher geplanten Hochwasserrückhaltebecken in Dillenburg wird von ihr gefördert? Frau Staatsminister Hinz, jetzt habe ich es. Herr Abgeordneter Grüger, es liegen noch keine Anträge vor. Sobald sie vorgelegt werden, beginnt die Prüfung.
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Krüger? Noch mal bitte drücken. Ja. Laut Aussage des Regierungspräsidiums ist der Bau bereits, der Rückhaltebecken bereits in Planung und steht kurz vor der Offenlegung. Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter Grüger, ein Zuwendungsbescheid zur Förderung kann gemäß der maßgebenden Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz vom 31. Januar 2017 erst erteilt werden, wenn der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden ist. Die Landesregierung hat Kenntnis von 4 von der Stadt Dillenburg geplanten Hochwasserrückhaltebecken, und die sind auch in einer entsprechenden Liste des Regierungspräsidiums Gießen aufgeführt. Erstens Hochwasserrückhaltebecken Schelde, zweitens Hochwasserrückhaltebecken Eibach, drittens Hochwasserrückhaltebecken Tringensteiner Schelde, in Klammern Irrschelde, sowie Hochwasserrückhaltebecken Niederscheld. Zum Verfahrensstand dieser Hochwasserrückhaltebecken berichtet das Regierungspräsidium Gießen wie folgt. Hochwasserrückhaltebecken Schelde und Hochwasserrückhaltebecken Niederscheld. Die Planfeststellung ist beantragt. Der Planfeststellungsbeschluss wird voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2018 erfolgen. Hochwasserrückhaltebecken Eibach. Der Planfeststellungsbeschluss ist seit 21. November 2017 unanfechtbar. Ein Antrag auf Förderung liegt derzeit noch nicht vor. Hochwasserrückhaltebecken Tringensteiner Schelde, in Klammern Irrschelde. Der Planfeststellungsbeschluss ist am 17. November 2017 ergangen, sodass die Unanfechtbarkeit mit dem 16. Januar 2018 eintreten wird. Ein Antrag auf Förderung kann demzufolge noch nicht vorliegen. Dann ist das so beantwortet. Ich rufe auf die Frage 928, Frau Kollegin Löber. Ich frage die Landesregierung. Aus welchen Gründen reduzierte das Land Hessen seinerzeit eine ursprünglich getroffene Förderzusage für den Bau des Kunstrasenplatzes und der leichtathletischen Tartananlagen am Sportplatz in Gladenbach, Biedenkopfer Straße, Fertigstellung 2013, von 330.000 Euro auf 230.000 Euro und erhöhte diese reduzierte Summe erst nach der späteren Aufspaltung des Gesamtprojektes in zwei Teilprojekte Kunstrasen-Tartan-Anlagen wieder um 30.000 Euro? Herr Innenminister Beuth. Frau Abgeordnete Löber, die Schilderungen innerhalb der Fragestellung können nicht nachvollzogen werden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Maßnahme bereits fünf Jahre zurückliegen. Eine Förderzusage in Höhe von 330.000 Euro ist nicht bekannt. Nach den mir vorliegenden Informationen sollten die Maßnahmen von zwei Vereinen, Turnverein 1908 Gladenbach e.V. und Gladenbacher Sportclub 1919 e.V. durchgeführt werden. Da die Finanzierung ungeklärt war, wurde Einvernehmen mit den beteiligten Vereinen dahingehend hergestellt, dass zwei Maßnahmen getrennt voneinander beantragt werden sollen. Diese wurden letztlich auch durch die Gewährung einer Landeszuwendung im üblichen Regelmaß der einschlägigen Förderprogramme beschieden. Der Ermessensspielraum wurde in beiden Fällen zugunsten der Vereine ausgeschöpft. Für die Sanierung der leichtathletischen Anlagen wurde dem TV Gladenbach eine Landeszuwendung in Höhe von 70.000 Euro gewährt. Dem Gladenbacher Sportclub wurde für den Bau des Kunstrasenplatzes eine Landeszuwendung in Höhe von 160.000 Euro gewährt. Zusatzfrage, Frau Kollegin Löber. Herr Staatsminister, wenn Sie ausführen, dass die Fragestellung nicht nachvollzogen werden kann, was könnte ich Ihnen da an Informationen oder Unterlagen zuleiten, dass Sie die nachvollziehen können? Herr Innenminister. Also
Ich bin des Lesens mächtig und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sportabteilung auch. Wenn Sie also ein Schriftstück hätten, dann könnten wir es nachvollziehen. Ob es allerdings für eine seit 5 Jahren abgeschlossene Maßnahme sozusagen etwas bringt, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Wir haben das bei uns entsprechend nachvollzogen aufgrund der Frage, die Sie hier gestellt haben. Und danach ist diese Förderzusage, die Sie zitiert haben, zumindest für uns nicht nachvollziehbar. Wie haben wir denn? Noch bis 9, 15 Uhr. Okay, aber dann rufe ich noch weitere Fragen auf. Die Frage 929, Herr Abgeordneter Frankenberger. Ich frage die Landesregierung, wie begründet sie, dass das Studienseminar für berufliche Schulen in Wiesbaden ab 2018 über keine eigenständige Leitung mehr verfügt? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Frankenberger, ich muss gestehen, diese Frage kann ich mir nicht ganz erklären. Zumindest scheint die ihr offensichtlich zugrunde liegende Information unzutreffend zu sein. Denn im Haushaltsjahr 2018, also natürlich unter dem Vorbehalt, dass der Haushalt so verabschiedet wird, ist unverändert je eine Stelle für die Seminarleitung und die stellvertretende Seminarleitung dieses Studienseminars vorgesehen. Ich kann höchstens vermuten, dass das Missverständnis vielleicht dadurch entstanden ist, dass die Seminarleiterin zurzeit mit 50% ihrer Arbeitskraft in das Sachgebiet Dienst- und Fachaufsicht über die Studienseminare für das Lehren berufliche Schulen in der Hessischen Lehrkräfteakademie abgeordnet ist. Aber um das auszugleichen, verfügt das Seminar bewusst über eine volle stellvertretende Seminarleiterstelle und nicht wie sonst üblich nur über eine halbe. Herr Kollege Frankenberger, Zusatzfrage. Herr Minister, ist denn sichergestellt, dass das Studienseminar für berufliche Schulen in Wiesbaden auch in 5 Jahren noch als eigenständiges Studienseminar existieren wird? Herr Kultusminister Dr. Lorz. Herr Abgeordneter, Sie sehen es mir hoffentlich nach, wenn ich jetzt keine Garantiezusagen für in 5 Jahren abgebe für irgendetwas. Aber ich kann Ihnen versichern, es gibt keinerlei Pläne in meinem Hause, dieses Seminar in irgendeiner Form aufzulösen oder seine Eigenständigkeit zu berauben. Nächste Frage ist die Frage 930, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, wann wird die Ortsdurchfahrt Hahnrode in der Marktgemeinde Philippsthal gelegen im Zuge der L3172 angesichts mittlerweile schräg liegender Kanaldeckel endlich grundhaft erneuert? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, wie ich bereits in den Antworten auf Ihre mündlichen Fragen 691 und 709 zur L3172 ausgeführt habe, finden im Rahmen der Streckenkontrolle regelmäßige Überprüfungen der Fahrbahn und der zugehörigen Bauwerke statt. Wir reagieren unverzüglich, wenn im Rahmen dieser Kontrollen deutliche Verschlechterungen von bislang in der Sanierungsoffensive 2016 bis 2022 nicht berücksichtigten Landesstraßen sichtbar werden. Dies ist nun bei der Ortsdurchfahrt Hahnrode der Fall. Nach der aktuellsten Prüfung sieht Hessen Mobil nun grundsätzlich Handlungsbedarf, die Ortsdurchfahrt zu sanieren. Mit der Planung wird in Kürze begonnen. Über den Zeitraum der baulichen Umsetzung wird in der Fortschreibung der nachfolgenden Programmplanung entschieden. Hessen Mobil wird auf die Gemeinde zugehen, um die zeitliche Einordnung gemeinsam mit der Gemeinde zu besprechen. Die Finanzierung würde dann über den Puffer für Verkehrsnotstände der Sanierungsoffensive 2016 bis 2022 erfolgen. Alles klar? Mit den schrecklichen Kanaldeckeln? Gut, okay. Dann rufe ich noch auf die Frage. Erstmal 931, Kollege Rock ist zurückgezogen. Und die 932, Frau Abgeordnete Waschke, rufe ich auf. Bitte schön, Frau Waschke. Wo ist Ihr Knöpfchen? Macht die Frau Löber. Frau Löber, bitte schön, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, wie viele Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Fulda besuchen Gesamtschulen außerhalb des Schulamtsbezirks Fulda? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Löber für Frau Abgeordnete Waschke.
150 Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Fulda besuchten im Schuljahr 2016/17 außerhalb des Schulamtsbezirks Fulda eine Gesamtschule. Davon entfallen auf schulformübergreifend, also integrierte Gesamtschulen, 144 Schülerinnen und Schüler und auf schulformbezogen, also kooperative Gesamtschulen, 6 Schülerinnen und Schüler. Keine Zusatzfrage? Okay, dann komme ich zur Frage 933, Herr Kollege Degen. Ich frage die Landesregierung, wie viele Krankheitstage hessischer Lehrkräfte sind seit 2014 jährlich angefallen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, die Krankheitstage der Lehrkräfte sind nicht Bestandteil der Merkmale, die entsprechend der Anlage 2 der Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebungen an Schulen statistisch ausgewertet werden dürfen. Gesammelte Daten über die Krankheitstage aller Lehrkräfte liegen dem Hessischen Kultusministerium dementsprechend nicht vor. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Rudolph. Minister, ich kann es gar nicht glauben, dass Sie keine Daten haben. Bei der hessischen Polizei wird in anonymisierter Weise werden Krankheitstage mitgeteilt, wenn wir Sie abfragen als Parlamentarier. Das heißt, Sie wissen nicht, wie viele Lehrkräfte krank sind und wie viele Stunden damit ausfallen. Wollen Sie das ernsthaft aufrechterhalten? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Rudolph, wir müssen unterscheiden, die Frage der Erhebung solcher Daten und die Frage ihrer zentralen Sammlung, also insbesondere in diesem Falle die Frage ihrer elektronischen Erfassbarkeit, was bei uns, wie Sie wissen, über die Lehrer- und Schülerdatenbank geschieht. Selbstverständlich werden die Krankheitstage gemeldet und erfasst, aber sie werden eben zunächst in den Schulen erfasst und dann werden sie den staatlichen Schulämtern gemeldet und dort in den staatlichen Schulämtern werden sie entsprechend den normalen Regeln über die Aktenführung archiviert. Sie werden aber nicht elektronisch zusammengeführt und deswegen haben wir keine zentrale Datei im Hessischen Kultusministerium darüber. Natürlich können wir sozusagen auf jede dieser Akten in den staatlichen Schulämtern zugreifen, aber die müssten eben dann händisch zusammengeführt werden und das ist ein unglaublicher Aufwand, das zu aggregieren. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Herr Kultusminister, wenn schon nicht mit Antwort auf eine große Anfrage, wo wir diese Frage gestellt hatten, wie wären Sie bereit, uns diese Daten zu liefern? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, wie ich schon sagte, ich müsste dann die Verwaltung beauftragen, sozusagen alle diese Akten, die in den Schulämtern existieren, händisch auszuwerten. Ich kann Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, wie lange das dauert oder wie viele sozusagen Mannstunden dafür zu veranschlagen wären. Aber wenn Sie möchten, dass ich diesen Aufwand beziffere, dann werde ich das in Erfahrung bringen. Ja. Frau Kollegin Löbe hätte noch eine als Fragestellerin, aber nicht mehr die Nachfragenden. Ja, aber wir sind schon weiter. Gut, aber ich habe die gar nicht aufgerufen gehabt. Noch, bitte schön, Herr Kollege Degen, wir klären das noch ein bisschen ab. Herr Kultusminister, ist es nicht von Interesse der Landesregierung und vor dem Hintergrund der zahlreichen Überlastungsanzeigen und auch Situationsbeschreibungen von Schulleitungen, dass immer mehr Lehrkräfte sich offenbar krank melden, das Interesse der Landesregierung, diese Daten zu wissen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, wenn es zunächst einmal um um den Umgang mit Krankheitsfällen geht, geht es darum, vor Ort zu gewährleisten, dass auch Vertretung gegeben ist, sodass entsprechend dann auch diese Fehlzeiten der Lehrkräfte ausgeglichen werden können. Dafür sind unter anderem auch die Gründe eigentlich der Abwesenheitszeit irrelevant. Deswegen verkompliziert die händische Auswertung, weil wir müssten dann bei den Abwesenheitszeiten der Lehrkräfte auch noch unterscheiden zwischen krankheitsbedingten Fehlzeiten und sonstigen Fehlzeiten. Das alles macht es problematisch und wir versprechen uns in der Tat keinen zusätzlichen Erkenntniswert davon, jetzt sozusagen eine gesonderte zentrale elektronische Statistik explizit für Krankheit zu führen. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass die Unterlagen auch alle nach 3 Jahren zu vernichten sind. Das heißt, es ließe sich sowieso keine längere Zeitreihe aufbauen an dieser Stelle und damit sehe ich auch den zusätzlichen Erkenntniswert an dieser Stelle nicht.
Herr Kollege Dr. Wilken dazu eine Zusatzfrage. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Kultusminister, für den Arbeits- und Gesundheitsschutz ist der Krankenstand in einem Unternehmen schon eine sehr wichtige Größe. Von daher frage ich mich, wie Sie als oberster Dienstherr Ihrer Fürsorgepflicht denn nachkommen können, wenn Sie diese Daten nicht haben. Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Dr. Wilken, genau diese Frage, auf die Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutz zu achten, ist etwas, was in der Bildungsverwaltung dezentralisiert auf der Ebene der staatlichen Schulämter vorgenommen wird. Das heißt, die staatlichen Schulämter sind in ständigem Kontakt mit den Schulen, um eben auch dort beispielsweise über Punkte wie Arbeits- und Gesundheitsschutz zu sprechen. Deswegen verfügen ja auch die staatlichen Schulämter durchaus über die entsprechenden Daten. Aber noch einmal, da existieren halt ein großer Stapel von Formblättern, die in den einzelnen staatlichen Schulämtern in den Akten archiviert sind. Aber es gibt keine elektronische Datenbank, auf die wir als Kultusministerium unmittelbar zentral zugreifen könnten. Meine Damen und Herren, ich schließe die Fragestunde.